2 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, wie tolle, tolle, obsassa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. 3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu mir ein. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Elfchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster aus. Ich hab ein Haus, ein Elfchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt. 2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. 3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu uns ein. Seine Rinde als riefen lalala. Komm her zu mir, Geselle, hier findest du Pipapa, hier findest du Pipapa. Na, seid ihr jetzt Musikanten geworden? Wie hat dir die Sahnetorte geschmeckt? Weg. Warum habt ihr mit der Klauerei aufgehört? War da nicht genug zu verdienen? Hier habt ihr jeder ein Goldstück, weil er so schön falsch singt. Da, 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 guck dir das mal an. Stell dir vor, die haben einen ganzen Koffer voll davon. Und dabei könnten wir das Zeug viel besser brauchen. Du, was meinst du, wir könnten das Ding doch drehen, wenn sie mal nicht da ist? Nein, nein, die ist doch so furchtbar stark. Na, ich sag dir doch, sie soll ja nicht da sein, wenn wir das Gold klauen. Da, kleiner Onkel. Ich hol dir noch mehr. Sag bloß, dir ging's nicht gut, kleiner Onkel. Ich will eine Limonade haben. Ich? Ich auch. Hier. Danke. Und hier. Danke, Pippi. Herrlich sein, wenn ich doch auch so fliegen könnte. Pippi kann fliegen. Soll ich es dir mal zeigen? Hier! Na, so schlimm wie die Möwen kann sie es noch nicht. Der Ballon ist ja noch da. Der Ballon! Was denn für ein Ballon, Pippi? Na, der von meinem Vater. Er liegt oben auf dem Dachboden. Kommt, wir holen ihn und dann machen wir zusammen eine Ballonfahrt. Oh ja, toll! Das ist eine gute Idee, Pippi. Mir fällt immer was ein. Ich glaube, sie ist doch zu Hause. Das werden wir ja sehen. Der ist ein komischer Pferdestall. Komm doch weiter! Ich komm ja schon. Ich habe immer gedacht, dein Vater wäre König auf der Takatuka-Insel und kein Ballonfahrer. Das stimmt schon, aber er wollte es einmal versuchen, bevor er König wurde. Den Ballon hat er sich selbst gebastelt. Er wollte damit zum Nordpol fliegen. Aha. Und wie weit ist er gekommen? Bis
hier auf den Dachboden. Dann hat er die Lust an der Ballonfahrerei verloren und ist wieder zur See gefahren. Da ist er nicht. Irgendwo muss er doch sein. Sieh mal im Schrank nach. Da ist er auch nicht. Auch nicht. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Komm schon. Ach, das war ja bloß der verflixte Affe Nilsson. Herr Nilsson, wenn ich bitten darf. Wo kann der Koffer nur versteckt sein? Blum, da ist er. Oh! Trompete und das? Oh. Vielleicht sollte ich auch ein paar Goldstücke mitnehmen. Man kann ja nie wissen. Wo habe ich denn den Koffer wieder versteckt? Hoffentlich fällt es dir noch vor dem Abflug ein. Was hast du gesagt? Hoffentlich fällt es dir noch ein. Keine Angst. Wenn ich scharf nachdenke, fällt es mir schon wieder ein. Jetzt musst du tragen, ich kann nicht mehr. So gut, gib schon her. Komm schon. Sonst kommen wir heute nicht mehr weit. Ja, ich mach ja schon. Tommy. Tschüss, kleiner Onkel. Wir kommen bald wieder. Wir bringen dir auch ein Eis am Stiel mit.
Ja, Fräulein. Donnerkasen und Blumen sind immer noch auf der Flucht, aber wir werden sie schon erwischen. Das hoffe ich wirklich. Ich will nämlich nicht, dass die beiden noch länger frei herumlaufen. Wir auch nicht. Die kommen nicht weit. Wir haben ja unser superschnelles Motorrad. Ja, genau. Ja. Sieh mal, Pippi, die Brüsselise und ihre Freunde. Hey, hallo, Brüsselise. Guten Tag, deine Brüsselio. Tja, ich weiß nicht, also... Ich komm ja schon. Was machen wir jetzt? Ich bin doch kein Arzt. Tu doch irgendwas, Klang. Luft. Oh je, die hat aber einen Schreck gekriegt. Es hilft, siehst du? Ja. Da! Was ist denn? Da! Das ist doch Pippi Langstrumpf. Ich sehe es an den roten Haaren. Ja. Klang, schnell! Ja. Das Ballonfahren so wunderschön ist, Pippi. Ich auch nicht. Sieh mal, wie klein die aussehen. Das sind doch Klingel und Klang, unsere Polizisten. Halt! Sofort anhalten und runterkommen! Pippi Langstrumpf, hörst du nichts? Du sollst sofort anhalten und runterkommen! Was? Sofort runterkommen! Nein, ich kenne deine Mama noch gar nicht. Keinen Unsinn! Du hast mich genau verstanden, du kommst jetzt sofort runter. Das ist ein dienstlicher Befehl. Wenn du nicht kommst, ist das Widerstand gegen die Staatsgewalt. Kannst du nicht lauter rufen? Ich verstehe nicht. Wenn wir dich erwischen, sperren wir dich ein wie Blumen und Donnerkarson. Wenn ihr Donnerkarson und Blumen finden wollt, müsst ihr woanders suchen. Erwarte du, wenn ich dich in die Finger kriege, kannst du was erleben. Ich verstehe. Ihr wollt die Gegend mal von oben ansehen. Pippi, ich hab verstanden, was er will. Wir sollen sofort runterkommen. Wenn die uns fangen wollen, sollen sie raufkommen. Oh, na, warte du! Diesmal stecken wir dich bestimmt ins Kinderheim! Was haben die Leute nur immer gegen die Polizei? Die beiden sind doch zwar richtig nette Kerle. Jetzt fliegen wir die ganze Küste entlang und hier irgendwo werden wir landen. Aber nicht auf dem Wasser. Nein, da kann man doch nur Wasser. Fangen Sie auf, Herr Nilsson. Ist ja wirklich eine komische Karte. Wieso? Ich bin noch mit meinem Papa auf der Hoppetosse schon an der ganzen Küste lang gesegelt. Da sah alles anders aus. Klar, jetzt guckst du ja auch von oben. Hey, Herr Nilsson. Du kannst doch nicht einfach unsere Pippi-Puppe fallen lassen. 99, 2000, 2001, 2002, 3, 2004. Wir sind steinreich, mein Junge. Ja, das sind wir. Ich möchte wissen, ob Pippi das auch weiß. 2005. Jetzt weiß ich, warum ich damit nicht zurechtkomme. Das ist ja eine Karte von der Karibischen See. Das macht nichts. Solange wir was sehen, brauchen wir doch keine Karte. Pass auf, Annika. 2017, 2008. Ah! Um Himmels Willen, wo kommt denn die her? Das hässliche Ding sieht Pippi aber verdammt ähnlich. Da ist bestimmt eine Teufelei im Spiel mit der und dem Koffer. Ach, hast du etwa Angst vor der Puppe?
Aua. Dagegen kann man jetzt nichts machen. Schlaf ein bisschen. Pippi, können wir nicht mal kurz landen? Natürlich können wir. Oh, ist mein Brot weg. Woher hast du das? Das muss wohl ein Engel gewesen sein. Ah ja? Ich höre sie sogar singen. Eine Flasche Bier hätten sie auch noch stiften können, die Engel. Hey. Und lass noch ein bisschen Gas raus. Geh weg, du Dummerle! Stellt alles auf den Baumstumpf. Das ist ein prima Tisch. Ja, gib her. Vergiss die Brote nicht. Nein. Da hinten bist du runtergegangen. Nein, nein, da sind sie gelandet. Rechts. Da hinten rechts und bald los. Fahr rechts rum. Wieso? Hab ich nicht gesagt? Da sind sie. Da. Die Polizisten.
Pippi Langstrumpf! Na ja, dann fliegen wir eben weiter. Beeil dich doch! Was ist das sonst? Komm, Klotz, du Kätzchen! Hörst du nichts? Jawohl! Warum habt ihr denn so eilig? Wollt ihr mitfliegen? Wartet! Habt ihr den Anschluss gehört? Hörst du was? Springt doch, wenn ihr mitfliegen wollt! Im Namen des Gesetzes, komm runter! Nein, ihr müsst euch ein bisschen anstrengen! Gut so! Komm! Bam! So sportlich seid ihr doch nicht, das musst du schon sehen! Du mal hör uns hinten an! Bitch, ihr kriegt uns nicht! Bitch, ihr kriegt uns nicht! Warte, du irrelevante Mann! Du kriegst uns ja! Ihr könnt euch aber was gefasst machen! Komm sofort jetzt! Ja, wo das du fragst du! Aber hier werde ich den Himmel versuchen, das sage ich dir in der Ablage. Ich bin jetzt ganz weggelaufen, du! Schluss! Weg da! Los, ihr Biester! Ja, wir sind im Dienst! Ja! Was denn? Du los doch! Ja! Na, wie hab ich das gemacht? Wie ein alter Cowboy. Da ist einer, seht ihr? Ein Mann arbeitet da unten. Das wird bestimmt der Küster von der Kirche hier sein. Hallo! Hallo! Wo sind wir hier eigentlich? Was ist? Bist du schwerhörig? Wo sind wir? Wo ihr seid? Auf unserem Kirchturm! Ach so, auf dem Kirchturm! Das wollte ich nur wissen! Vielen Dank! Ja, bitte! Halt ruhig deine Hacke fest und arbeite weiter! Wir bleiben nicht lange! Herr Pfarrer! Herr Pfarrer! Pippi, Achtung! Der Ballon treibt ab! Na und? Was sollen wir denn jetzt machen? Wir können dich doch nicht einfach auf dem Turm lassen! Keine Angst, ich komm schon! Bist du verrückt, Pippi? Halt dich gut fest! Drei Stück sogar. Was? Der Turm soll Drillinge bekommen haben? Ein Turm kann keine Kinder bekommen. Nein, ich weiß, aber Sie sitzen in einem Ballon, wissen Sie? Ein Ballon? Ja. Sie haben wieder mal getrunken, mein lieber Pörser. Ich? Nein, kein Schluck. Kommen Sie, Sie können sich selbst überzeugen. Ich sehe keine Kinder. Ich auch nicht, Herr Pfarrer. Gerade waren Sie noch da. Ja. Ich habe Sie doch ganz genau gesehen. Kommen Sie mir ja nicht noch mal mit solchen Hirngespinsten, Pörser. Sonst werde ich dafür sorgen, dass Sie in eine Trinkgeheilanstalt kommen. Bitte nicht. Ich werde auch nie wieder so etwas sagen, Herr Pfarrer. Nie wieder. Brav, Person. Vielen Dank, Hochwürden. Wir da vorne mal anhalten. Da können wir fragen. Das ist gut. Vielleicht hat Sie jemand gesehen. Halt an. Hallo, Sie sind hier Kinder vorbeigeflogen in einem Luftballon. Hören Sie. So etwas können Sie mit mir nicht machen. Mit mir nicht. Der ist betrunken. Fahr weiter. Halt! 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 Oh, komm doch bitte zurück! Ich habe einen Ballon mit Kindern gesehen! Halt! Komm doch! Sag es dem Pfarrer, ich bin nicht betrunken! Bitte komm doch zurück! Zurück!
Sieh mal darüber. Oh. Sind das nicht zwei alte Bekannte von uns? Wo denn? Da drüben, an der Mauer. Ja? Kling und Klang sind immer noch hinter uns her, die beiden tüchtigen Polizisten. Ja. Ja. Hey, da sind ja noch ein paar alte Bekannte. Dollar, Carson und Blum. Und wisst ihr, was der Dicke in der Hand hat? Mein Koffer mit Goldstücken. Und was jetzt? Den hol ich mir wieder. Passt mal auf. So, jetzt bist du dran, den Koffer zu tragen. Ich habe ihn lang genug geschleppt, viel länger als du. Nein, du bist dran. Immer soll ich alles allein machen, nur weil du zu faul bist. Ja, ja, du. Schöne Gott. Wieder Raub ist das. Abhauen, da kommt die Polizei, komm. Deine Jacke, komm, lauf schnell. Ja. Da laufen die beiden. Stehen bleiben im Namen des Gesetzes! Hände hoch! Da sind sie! Blum und Donner Carlson! Wir haben euch erkannt! Jawohl! Sofort stehen bleiben! Jawohl, stehen bleiben! Geht es auf! Los doch, gib Gas! Jetzt gib doch Gas! Er springt gerade nicht an! Pass auf, ich schiebe ihn! Gut, los! Und jetzt Gas geben! Ja. Gas, Gang rein! Hört ihr nicht? Das ist nichts mehr von Staatseigentum! Das ist Auflehnung gegen die Staatsgewalt! Land, Dick ist Land! Dick ist Land! Nehmen die Füße in die Hand und laufen durch das Blühland! Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster aus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt. Zweimal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Dreimal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalalala, die zu uns ein.